Ich möchte eingangs all jene begrüßen, die neu auf diesem Kanal dabei sind. Schön, dass ihr euch dafür interessiert. Wer ebenso schnell informiert sein möchte, bitte einfach ein Like da lassen, ein Abo klicken und am besten auch noch die berühmte Glocke aktivieren. Wir Österreicher sind ja schon die skurrilsten Ideen gewöhnt, wenn es darum geht, die Energie einzusparen, die wir plötzlich nicht mehr haben, nachdem sich Europa oder besser gesagt wir ja im Wirtschaftskrieg gegen Russland befinden. Wir wissen, das Gas ist ab- und zurückgedreht worden und es herrscht dort und da Energiemangel. Darüber hat man in Österreich niemand gefragt, ob man da eigentlich mitmachen möchte. Fakt ist aber, dass wir die Konsequenzen jetzt ausbaden müssen. Da gibt es gute Tipps wie Deckel auf den Topf oder Duschen statt Baden. Und es gibt auch andere Länder, die versuchen, mit der Situation umzugehen. Und das nimmt aus meiner Sicht bedrohliche Ausmaße an. Und ein wenig kann man sich wohl aus den aktuellen Vorgängen in Frankreich auch schon ableiten, wie es wohl bald bei uns weitergehen wird, wenn diese Regierung im Amt bleibt. Im Oktober hat man in Frankreich angekündigt, zum Energiesparen die Wasserboiler fern abzuschalten. Das funktioniert mittels sogenannter Smart Meter. Das heißt also, das sind kleine ansteuerbare elektronische Geräte, die schlicht und ergreifend andere Elektrogeräte aus- und einschalten können. Der Smart Meter ist in Frankreich einige Male bereits zum Einsatz gekommen und man will dort jetzt verhindern, dass es zu einem Blackout kommt. Und genau deswegen wird das Erzeugen von Warmwasser zwischen 12 und 14 Uhr nicht möglich sein. Das heißt, sie werden aus der Ferne abgeschalten und Warmwasser gibt es erst dann wieder, wenn die Regierung das möchte. Weniger Licht, weniger Warmwasser und weniger Heizung. Das ist das Motto, das man in Frankreich ausgerufen hat. Und da möchte man unbedingt 10% einsparen. Interessant ist auch der Grund, warum es in Frankreich so weit gekommen ist. Dort hat man zwar eine ganze Reihe von Atomkraftwerken, die dürften aber irgendwie schrottreif oder kaputt sein, jedenfalls in Revision befindlich. Und genau deswegen kann man die Energiespitzen nicht abdecken. Das Spannende ist, dass die bei Weitem nicht so von russischer Energie abhängen würden, wie es bei uns der Fall ist. Das heißt, dieser Fall wäre ohnehin eingetreten und genau dafür hat man sich bereits diese Smart Meter Lösung überlegt. Ich würde fast sagen, ja, es geht schon wieder in Richtung Sozialpunktesystem. Wenn der Bürger entweder nicht spurt oder wenn die Regierung der Meinung ist, dass der Bürger dies und jenes machen muss, dann greift man in seine Grund- und Freiheitsrechte ein und dreht ihn auch mal die Energie ab. Konkret hat man in Frankreich jetzt bereits 4,3 Millionen Boiler mit diesen Smart Meter ausgestattet und wie gesagt, zwischen 12 und 14 Uhr gibt es eben kein Warmwasser. Das neue Wasser wird dann in der kommenden Nacht aufgeheizt, wenn der Stromverbrauch niedrig ist. Die Maßnahme soll jetzt mal bis Mitte April laufen. Ich weiß nicht, was sich die Franzosen bis dahin dann erwarten. Möglicherweise sind ihre Atomkraftwerke dann wiederum entsprechend einsatzbereit. Die Regierung spricht und die Energiebetreiber sprechen natürlich von einem vollen und durchschlagenden Erfolg. Na klar, wenn man den Bürgern das Recht auf Selbstbestimmung wegnimmt, dann kann es nur ein Erfolg der Mächtigen sein, weil man sieht, wie schnell es gehen kann und welche haarsträubenden Gründe es eigentlich dafür braucht. Die 19 Grad Raumtemperatur, die wir schon von der Ministerin Gewessler kennen, die sind übrigens auch in Frankreich jetzt ja, ein Gebot. Es wird zwar dankenswerterweise keine Temperaturpolizei geben, wie man dort so nett formuliert, aber nichtsdestotrotz ist man dazu angehalten, diese Sachen auch einzuhalten. Ganz besonders interessant ist die zwangsweise Verordnung eines Energiewetterberichts in diversen Radio- und Fernsehstationen. Hier sollen die Bürger darüber informiert werden, wann das vorherzusehende Wetter auch einen größeren Strombedarf verursachen wird und wann es dann gescheit ist, stromfressende Geräte einzuschalten oder eben nicht. Ja, könnte man vorstellen, dass auch dieser Wetterbericht eine Vorstufe ist, dann weitere Geräte nach den Boilern fernzusteuern und einmal mehr dafür zu sorgen, dass nicht der Bürger entscheidet, wann er was machen möchte, sondern der Vaterstaat. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob diese Problematik auch bei uns in Österreich droht. Die Smart Meter Technologie gibt es bei uns, zwar jetzt nicht auf einzelne Boiler eingebaut, aber zumindest hängt so ein Gerät mittlerweile in fast jedem Haushalt. Die Energiebetreiber haben vor Jahren damit begonnen umzustellen. Wir haben uns damals eher über die Big Data Verwendung Sorgen gemacht, als darüber, dass man vielleicht sogar einzelne Haushalte schlicht und ergreifend ausknipsen kann, wenn man das möchte, ohne dass man
dort hinfahren muss. Und ja, die Energieanbieter haben ja auch die Möglichkeit, bei der Opt-Put-Option die vollen Funktionen des Smart-Meters von der Ferne aus zu aktivieren. Genau das, was ich vorher gesagt habe, ausschalten aus der Ferne, ist eigentlich möglich. Ja, wann wird das passieren? Wenn man zu viel Energie verbraucht oder wenn man ein Bürger ist, der sich vielleicht nicht an das Corona-Diktat oder andere Diktate hält, derer gibt es ja momentan viel mehr. Und wird das vielleicht überhaupt gleich die automatisierte Form sein, Energiestrafen zu verhängen, falls sie ein Energiesünder sind, falls man zu viel Energie verbraucht, dass man gleich einmal den Strafzettel frei Haus zugestellt bekommt. Das alles, das sind Fragen, die offen sind, und wer die grünen Klimakommunisten unter der Führung von Frau Gewessler kennt, der weiß, dass die nicht einmal eine Sekunde mit der Wimper zucken würden, solche Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Bin übrigens auch gespannt, wie die Grünen das Ganze dann im Zusammenhang mit den Elektroautos handeln werden. Die sind ja bekanntermaßen auch entsprechend stromintensiv, wenn sie zum Laden angesteckt sind. Wird es dann auch in Österreich sozusagen Abschaltungen für Elektroautos geben, die gerade im Laden befindlich sind, und wird die Regierung dann kontrollieren können, wer wann wohin fährt? Denn wenn sie kein geladenes Fahrzeug haben, dann werden sie auch nicht irgendwo hinfahren können, schon gar nicht möglicherweise auf eine Demo gegen die Bundesregierung. Alles das sind Dinge, die gar nicht mehr so utopisch klingen wie noch vor wenigen Jahren. Alles das sind Dinge, die sogar logisch klingen, wenn man sich die Verbotskultur der Klimakommunisten in den letzten 1 bis 2 Jahren ansieht. Und alles das sind Gründe dafür, warum wir rasch schauen müssen, dass wir diese Regierung weiterbekommen, nämlich dorthin, wo sie hingehört, teilweise hinter Gitter und in die außerparlamentarische Opposition.